Hallo zusammen, heute zeige ich, wie man Generatoranschlusskästen von Phoenix Contact schnell und einfach mit Hilfe unseres Push-In-Anschlusses konfektionieren und installieren kann. Dafür habe ich einmal folgendes Beispiel mitgebracht. Das ist ein Generatoranschlusskasten, der dem Schutz von bis zu 2 MPP-Trackern dient. Schauen wir uns einmal den inneren Aufbau an. Dafür öffne ich einmal den Gehäusedeckel. Und dann sehen wir den inneren Aufbau im Detail. Herzstück sicherlich das Überspannungsschutzgerät von Phoenix Contact, in diesem Fall ein Typ 1-2 Kombiableiter. Der ist bereits mit unseren Klemmen im sogenannten Stich vorverdrahtet. Das hier ist die Plusseite, das hier ist die Minusseite und man sieht im Prinzip schon, dass bei den Reihenklemmen, den Durchgangsklemmen, zwei Klemmstellen nicht belegt sind. Eine Stelle ist für den Eingangsstring, die andere Stelle für den Ausgangsstring. Was haben wir sonst noch verbaut? Im Prinzip zwei zusätzliche PE-Schutzleiterklemmen. Die eine dient zur Einbindung des PEs, was notwendig ist für den Überspannungsschutz. Und die zweite kann optional als Blitzschutzpotenzialausgleich verwendet werden. Okay, dann schauen wir uns einmal die Unterseite des Gehäuses an. Hier werden nämlich die ganzen Leitungen eingeführt. Es gibt kleinere Kabelverschraubungen und größere Kabelverschraubungen. In die kleineren werden die DC-Leitungen eingeführt, in die größeren die PE-Leitungen. Das können wir jetzt exemplarisch einmal mit einer DC-Leitung machen. Das heißt, ich komme hier mit meiner DC-Leitung und führe sie über die Kabelverschraubung ein und gehe dann ganz einfach auf eine Durchgangsklemme, gehe in eine Kontaktkammer. Und schon verrastet das System sicher und zuverlässig. Das heißt, kein Spezialwerkzeug notwendig, kein Schraubendreher notwendig. Ich muss nicht auf irgendwelche Drehmomente achten, sondern Push-In-Anschlusstechnik schnell und unkompliziert. Bei den PE-Schutzleitern verwenden wir noch Schraubanschlusstechnik. Hier ist ein entsprechendes Drehmoment zu beachten, und zwar 2,5 bis 3 Newtonmeter. Abisolierlängen, das noch zur Vervollständigung, bei den DC-Leitungen sind 10 bis 12 mm Abisolierlänge zu berücksichtigen, bei den PE-Leitungen 14 mm. Und als letzte Information, die ich noch mitgeben möchte, die Kabelverschraubung, die bitte auch festziehen, die kleinen, die M12-Kabelverschraubung mit 2 Newtonmeter und die größeren, wo die PE-Leitungen angeschlossen werden, mit 5 Newtonmeter. Das war's im Prinzip. So schnell und einfach funktioniert die Installation eines Generatoranschlusskastens von Phoenix Contact mit Push-In-Anschlusstechnik. Unsere gesamte Bandbreite des Portfolios finden Sie auf unserer Produktlistenseite, die unten im Video mit verlinkt ist. Vielen Dank.